Ja, Sandra Navidi, der IWF macht sich Sorgen um das Wachstum in Deutschland, in Europa. Wo liegen denn die Schwachstellen? Ja, wir sehen global eine schwache Nachfrage. Deutschland steht und fällt mit seinen Nachbarn. Die stagnieren alle. Auch sehen wir einen starken Wachstumsrückgang in Asien, insbesondere in China. Aber auch andere Regionen in der Welt gehen im Wachstum zurück, wie Brasilien. Die deutsche Industrie leidet unter der hausgemachten Energiepolitik. Und auch sonst sehen wir eine Zunahme der Risiken, wie geopolitische zum Beispiel oder auch Epidemien, also auf die man wenig Einfluss hat. Deswegen sollte man versuchen, solche, auf die man etwas mehr Einfluss hat, wie Sanktionen gegen Russland, die zu verringern. Welchen Einfluss kann das auf Amerika haben? Kann das letztlich dann auch der US-Wirtschaft schaden? Ja, die USA sind gerade wieder zurückgefallen hinter China als Wachstumsmacht Nummer eins. Und was ihnen zu schaffen macht, ist, dass der Euro so schwach wird, dagegen stärkt das ihren Dollar dann in die Höhe. Und das ist, macht es schwieriger für ihre Exporte. Auch wenn wir Marktverwerfungen sehen in Europa, dann manifestiert sich das sofort auch in den USA. Und wenn es eine größere Krise geben sollte, was im Moment noch nicht absehbar ist, aber zum Beispiel, wenn ein Land austreten sollte in Europa, dann würde das sicherlich auch starke Konsequenzen für die USA haben, die einen starken wirtschaftlichen, politischen Partner in Europa brauchen. Die USA schneiden ja in der aktuellen IWF-Analyse eigentlich ganz gut ab. Was kann denn Europa, was kann denn auch Deutschland von den USA vielleicht lernen? Das ist ein bisschen ein schwieriger Vergleich natürlich, weil die USA eine wirtschaftliche, politische und finanzsystemische Einheit bilden. Aber was die USA immer kritisieren, ist, dass Europa und insbesondere Deutschland zu sparsam sind. Sie sollen mehr Geld ausgeben, die Konjunktur anleiern. Das hat jetzt auch erstmals der IWF gefordert. Bundesfinanzminister Schäuble wird auch in Washington sein, der Bundesbankpräsident Weidmann auch. Sie werden dort sehr kritisiert und angegriffen. Und die Hoffnung besteht, dass aufgrund des Wachstumsrückgangs in Deutschland sie mehr zum Einlenken bereit sind. Sie sagen, sehen das Paradox des Sparens. Wenn jeder für sich spart, ist das gut. Aber wenn alle zusammen sparen, dann gibt keiner mehr Geld aus. Und das ist eine Verlangsamung der Nachfrage. Aber ich glaube, solange es in Deutschland nicht etwas schlimmer wird, wird Deutschland auch noch nicht einlenken. Alles klar, herzlichen Dank, Sandra Navidi. Und damit zurück nach Köln ins Studio.